Kacke, 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 kacke. Kann die Siegelstraße nicht irgendwann mal zu Ende sein? Ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Englandrim zu einem neuen Part Pokémon Y aus der Siegelstraße hier. Ja, gehen wir gleich mal weiter hier auf der Siegelstraße entlang. Und da ist schon der nächste Ausgang, als hätte ich es gewusst, dass wir im nächsten Part direkt an einem Ausgang gehalten haben. Ja. Das Schutz-Item wirkt nicht mehr. Erneut einsetzen. Ja. Naja, eigentlich sinnlos, aber gut. Und hier kommen mich nicht vorbei. Da muss ich mich halt hier durchdringen. Genau. Hier gibt's ein Item. Flottball erhalten. Flottball wurde in der Itemstasche verstaut. So, ihr merkt schon, es geht gleich direkt los. Eiskalt sofort hier nach draußen und schon das erste Item. Vermutlich kommt auch gleich der erste Kampf. Hier in der wunderschönen alten Ruine hier mit dem Altar. Natürlich liegt da ein Flottball am Altar, nicht ein starkes Item wie ein Meisterball oder sowas. Ja, dann weißt du, aber gibt es nur einmal im Spiel, aber egal. Gut. Du bist scheinbar kein Trainer. Kann ich dich ansprechen? Die Siegelstraße hat es ganz schön in sich. Was? Leg doch mal eine Kurzpause ein. Oh. Ein mobiles Pokémon Center. Auch wenn du nur langsam vorankommst, solange du niemals stehen bleibst, erreichst du irgendwann ein Ziel. Und kannst dir deinen Traum erfüllen. Ja, die Pokémon Liga zu schaffen. Gut, weiter geht's hier mal. Sofern ich das mal schaffe. Oh, da geht's gleich weiter. Warte, Let's Play Ben. Ich habe seit dieser Sache in Chromlexia viel gegrübelt. Flodinis hat sich einzig für Team Flair entschieden. Wir haben uns für alle anderen entschieden. Unser jeweiliger Standpunkt haben uns zu Handlungen bestimmt, aber keiner kann sagen, wer letztendlich im Recht war. Deswegen denke ich, wenn beide Seiten etwas zu sagen haben, wäre es dann nicht am besten, aufeinander zuzugehen und einen Kompromiss zu finden? Ich habe eine Entscheidung gefällt. Von nun an werde ich nicht mehr nur kämpfen, um zu gewinnen, sondern auch für die Ansichten und Gefühle von dir und deinem Pokémon-Team achten. In diesem Sinne, lass uns kämpfen. Ein Kampf gegen Sirena. Na dann. So soll es sein. Eine Herausforderung von Pokémon-Trainer Sirena. Psyogon wird von Sirena Pokémon-Trainer in den Kampf geschickt. Los, Jason! Jason gegen Psyogon. Würde ich mal sagen, Body Slam. Jason ist zurückgeschreckt und setzt Body Slam nicht ein. Okay, das ist vielleicht nicht so cool, aber man kann es nicht ändern. Gut. Zermürben. Steigerungshieb. Ne. Alles nicht wirklich effektiv. Muss ich diesen Kampf denn bestehen? Das ist die Frage. Ich glaube, es gab mal irgendwo
Kämpfe, in denen man, also die musste man nicht bestehen. Das waren einfach Freundeskämpfe, die, wenn du da verloren hast, musstest du nicht ins nächste Pokémon Center, sondern konntest einfach weiterkämpfen, einfach weiterlaufen. Das ist. Da hat er dann sowas gesagt, oh ja, jetzt weiß ich, dass ich stärker bin als du. Oder so ähnlich. Initiative von Let's Play Markus steigt. Ja, Psychoschock würde ich dann mal sagen. Was? Ziehst du deinen Pokémon zurück? Ey. Das wird zurückgezogen, wird hier gar nichts. Also, das ist mal klar. Gut, aber soll mir auch recht sein. Flamara, die kriege ich auch hin. Oder auch nicht. Man kann sich doch mal irren. Streng dich an, Justine. Es muss doch schaffbar sein. Justine setzt Fliegen ein. Flammensturm von Flammara wurde abgewehrt. Fliegen. Flammara wurde besiegt. Naja, das ist schon mal einer von, ich glaube 5 waren es. Lass gucken. Nein, 6. Einer von 6 ist trotzdem ein gutes Ergebnis. Ein gutes Ergebnis ist es nicht, aber schon mal ein Anfang. Justine, fliegen! Flieg ihn kaputt! Ja! Stürz dich auf ihn hinab und brich ihm sämtliche Knochen. Oder auch andersrum. Justine wurde besiegt. Christoph, du bist an der Reihe. Okay, Wasser-Pokémon gegen Wasser-Pokémon, ob das so schlau ist, weiß ich nicht. Zumindest haben beide einigermaßen gleichen Level. Finsteraura. Oh, Kacke. Ja, natürlich habe ich Biss ausgewählt. Schädelwumme. Ich glaube, das wird nichts. Du, ich glaube, das wird nichts. Das wird nichts. Das wird nichts. Das wird nichts. Huha! Mann, das war knapp. Das war sowas von knapp. Gut, jetzt mal schnell mal hier einen Trank einsetzen. Sonst kratze ich hier wirklich noch ab. Auf Christoph! Okay. Das scheint wirklich nichts zu bringen. Die Attacke von Quaiutsu. Ich setze mal Hydro-Pumpe ein. Och nee, das ist ein Fünfer. Das ist eine Fünfer-Attacke. Die bringt gerade so gar nichts. Das ist. Ein Biss hätte ich einsetzen können. Na gut. Getan ist getan. Die Welt erreicht in Level 56. Was hatte der denn jetzt mit diesem Kampf zu tun? Ach so, jetzt kommt nochmal Psyogon. Ja klar, jetzt. Jetzt schickst du es zurück. Surfer. Ich hatte gerade ganz vergessen, dass ich im letzten Part im Glatt Aquawelle verlernt habe und Hydropumpe ihm beigebracht habe. Tja. So geht's natürlich auch mit Surfer. Das Psyogon besiegen. Suchen. Weiterkämpfen. Christoph hat noch ein bisschen KP, also ein ganz kleines bisschen, aber es reicht vielleicht aus, um einmal Hydropumpe einzusetzen. Mega Entwicklung. Ich
bemerke gerade, ich muss mich mal umziehen. Also, ich muss meinen Avatar umziehen. Der hat noch Winterklamotten an. Und hier sieht es gar nicht so nach Winter aus. Auch Kacke. Oha. Der hat einfach noch 2 KP. Na dann. Bleibt mir ja nur noch eins übrig. Christoph, einen Hypertrank. Für dich. Christoph wurde aufgefrischt. Die KP von Christoph natürlich. Christoph vielleicht auch ein bisschen, aber. So, Surfer. Das soll natürlich einem Luft-Pokémon, einem Flug-Pokémon schaden. Ja. Dann würde ich mal sagen, Hydro-Pumpe vielleicht. Das ein bisschen effektiver. Ja, aber nur auch nur ein bisschen. Ich glaube, es war so ein bisschen schwächer. Gut, Biss vielleicht. Vielleicht ist Biss ja hier ein bisschen effektiver als andere Attacken. Ja. Wenn ich noch einmal oder zweimal einsetze, dann dürfte das gehen. Biss. Genau. Und noch einmal hier. Ich hoffe, das hält Christoph aus. Ja. So, gleich hintereinander. Superb. Und Christoph erreicht Level 61. Dank des EP-Teilers erhält auch der Rest des Teams ein paar EP-Punkte und Lucario erreicht Level 58. Serena setzt als nächstes Absol ein. Ich möchte natürlich weiterkämpfen. Letztes Pokémon. Naja, das kriegen wir doch weggespült. Und? Ah ja, noch einmal. Ah. Ja, es tötet sich auch selbst damit, dass es Schwerfklinge einsetzt. Das ist klar. Gut. Das war doch ein hervorragender Kampf. Du besiegst Serena, Pokémon-Trainer. Und wieder konnte ich dich nicht besiegen. Naja, aber dir habe ich es ja auch überhaupt erst zu verdanken, dass ich so stark geworden bin. Wie dem auch sei, unsere Reise geht auf jeden Fall noch weiter. Der Sven gewinnt 6100 Pokédollar und geht siegreich aus diesem Freundschaftskampf gegen Serena hervor. Ich kann nicht genau sagen, worin, aber du und ich, wir ähneln uns. Das ist auch der Grund, warum ich nicht gegen dich verlieren wollte. Aber das heißt schließlich auch, dass wir viel gemeinsam haben. Ich bin wirklich sehr froh, dass wir Freunde sind. Let's Win erhält Top-Beleber. Top-Beleber wurde in der Medizintasche verstopft. Mein Pokémon-Team und ich, wir erneuern unsere Rivalität mit dir. Und ich wünsche mir, dass du als mein Rivale immer stärker und immer stärker wirst. Natürlich werden meine Pokémon und ich auch stärker. Ich schätze, dass ich lernen sollte, die Kraft aus der Verbindung zwischen mir und ihnen zu ziehen. So wie du es eben tust. In diesem Sinne, gib alles. Ich bin sicher, dir wird es gelingen, die Pokémon-Liga zu meistern. Wieso beendet diese Musik einfach so? Das ist egal. Ich will mich hier auch nicht länger aufhalten. Ja, das kann ich sowieso nicht zertrümmern. Hier geht es nämlich noch weiter. Das war noch nicht das Ende der Siegesstraße. Der Kampf. Also, es geht nämlich noch ein bisschen weiter. Ja, nachdem das Schutz-Item neu eingesetzt wird. Psst, nicht reden, während der Zwergfürst spricht und moderiert. Oha,
Wie komme ich denn jetzt dadurch? Ungefähr so. Nein! Was? Ich habe doch Schutz. Jetzt greift mich jetzt ein Pokémon an. Ein wildes Strepodi. Oh ja, meine Pokémon sind geschwächt. Die sollte ich vielleicht mal heilen. Du bist gekommen, entkommen. Ja. So, war das knapp. Das war wirklich gerade knapp. Ich wollte mal hier Beleber auf Justine. Beleber auf Let's Play Markus und Beleber auf Jason und dann hier mal eine Menge Tränke. Ich muss dann glaube ich neue kaufen, wenn ich in Top 4 bin, weil hab noch 7. 6 auf Christoph, 5 auf Justine, Let's Play Markus und der Jason kriegt auch noch einen Hypertrank. Gut, dann würde ich mal sagen, ab in den Kampf. Oder so. Ein wildes Schadrago erscheint. Das sieht doch mal episch aus. Das brauche ich, das Pokémon. Ja, aber ich habe keinen Platz mehr im Team. Fange ich es für später, falls ich mal irgendwie... Ja, es gibt keinen später. Ich werde diese Let's Play-Reihe beenden, ziemlich bald nach der Pokémon-Liga. Und, ja. Egal. Einfach mal fliehen. Flucht gescheitert? Na dann. Versuchen wir es nochmal. Flucht gescheitert. Kraxler. Och, Mann. Ich habe den gerade eben geheilt. Du bist entkommen. Ich muss ja auch irgendwie noch den Pokémon-Kampf hier bestehen. Den Trainerkampf. Genau den. Das sieht schon danach aus, als ob es dort zum nächsten. Also zum. Ah, zur Top 4 geht. Veteran. Na, was sagst du? Meine Auftrittsmusik ist doch absolut spitze, oder? Ach, das musste gesungen werden. Na. Woher hätte ich das denn wissen sollen? Ein Herausforderer von Veteran Benjamin. Ui. Banette wird von Benjamin Veteran eingesetzt. Los, Jason! Mach ihn platt. Vielleicht mit Steigerungshieb? Es hat keine Wirkung auf Banette. Vielleicht ein Body Slam. Vorausgesetzt, überlebe diese Attacke. Nein, ich überlebe sie nicht. Das war ja auch klar. Mit so einer geringen KP-Anzahl. Ja. Los, Let's Play Markus. Vielleicht schaffst du da irgendwas. Magieflamme vielleicht. Hokus Pokus. Hex Hex. Oder so ähnlich. Na toll, jetzt ist letztes Mal Markus auch noch paralysiert. Was soll denn der Kack hier? Na super. Nitro-Ladung. Sieht wieder nach einem Fall für Lucario aus. Hau einfach drauf ein und mach das Ding platt. Das ist. Stampf es einfach in den Boden ein. Das ist. Massier das Ding einfach in den Erdboden. Hast mich nicht verstanden, Lucario, oder? Hat keine Wirkung. Also, bitte hier. Natürlich,
Jo, klar, die werden natürlich jetzt hier kurz vor der Top 4 abkratzen und dann die ganze Siegestraße nochmal von vorne laufen müssen. Ja klar, wieso auch nicht? Lucario, mein stärkstes Pokémon, wurde gerade besiegt. Ja. Phantomkraft vielleicht? Wenn das mal irgendwie wirkt. Gut, die Welte ist im Boden verschwunden. Welche setzt Phantomkraft ein? Oh, von hinten ist das eine soziale Attacke. Oha, einfach mal. Ich liebe diese Attacke. Ist die asozial. Kommt der einfach von hinten aus der Luft raus hier. Aus der Dimension rausgeschwebt. Ist das mal geil. Setz ich gleich nochmal ein. Ich habe jetzt 10 von der Sorte. Verschwindet im Boden. Verschwindet in eine andere Dimension. Schwertstanz. Ja. Und wirkt ja sowieso nicht. Phantomkraft. Geil, guckt euch das an. Einfach mal von hinten genommen. Oha. Die ist aber auch nicht ohne. Würde ich mal sagen, Unheil schwingen. Macht es platt. Ich sag's nochmal, massier es in den Boden ein, genau so. Massier es in Grund und Boden. Es ist. Mach es dem Boden gleich. Das ist. Genau so. Du besiegst Benjamin Veteran. Oh je, trotz starker Auftrittsmusik habe ich kein bisschen den Ton angegeben. Ja, das tut mir very much leid. Ja. Es tut mir sehr, sehr leid. Oh nein. Noch mehr Pokémon-Kämpfe. Kacke, 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 kacke. Kann die Siegestraße nicht irgendwann mal zu Ende sein? Nee. Gut, ich lade nochmal gleich mal meine Pokémon auf. Damit ich die Kämpfe hier überlebe. Und dann sage ich mal, ja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Sollte das der Fall sein, gebt diesem Video einen Daumen hoch. Abonniert meinen Channel, falls ihr neu auf meiner Kanalseite seid. Und habt noch einen angenehmen, fröstlichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Adios.